Aufregende Minuten bei Marienhof. Mit Chakalaka, der afrikanischen Grillsoße von Maggi. Es wird viel passieren. Ich hatte ein total schlechtes Gewissen, weil du hier schlafen musst, während ich in deinem Bett liegen darf. Das kannst du weiterhin haben. Ich werde auf der Couch schlafen. Was ist? Geht's um den Prinzen in Weiß? Ja. Ich muss mir da was einfallen. Ja, und lass ihm nicht zu viel Zeit. Der hat nämlich eine Verehrerin. Lilly hat da irgendwas angedeutet. Ja, ja. Diese Behrens. Ja, was in der Oberstufe passiert, interessiert mich nicht. Nach der 10. schmeiß ich die Schule. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Können wir jetzt endlich essen? Jetzt, Moment mal. Ich habe mich doch wohl gerade eben verhört. Die Schule abbrechen, das ist doch ein Scherz. Nein, das ist kein Scherz. Du willst doch jetzt nicht ernsthaft die Schule schmeißen, oder? Tickst du eigentlich noch ganz richtig? Jetzt hör mal auf zu grinsen. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. Du solltest das nicht so einfach übers Knie brechen, mein Junge. Also meiner Meinung nach... Friedrich, wir sollten uns da lieber raushalten. Ja, hast ja recht. Willst du mich provozieren? Was ist jetzt? Können wir endlich essen, bitte? Ich hab verdammt Hunger. Na? Immer noch nicht fertig? Nö, ich fange gerade erst an. Wie lange soll das jetzt noch so gehen? Charlie. Nicht, dass wir Paula nicht gerne hier hätten, aber es... Aber was? Wie lange noch willst du auf dem Sofa schlafen und Paula dein Zimmer überlassen? Das ist doch meine Sache, oder? Ja, klar. Aber wir machen uns Sorgen um dich, ja? Ich meine, ist es gut für dich, dass sie jeden Tag um dich herum ist? Weißt du, das ist... Das nervt einfach. Wetten, dass sie gleich wieder fragt, ob du was von der Knete für anderes Operation gehört hast? Robby, wetten, das geht dich gar nichts an? Hi. Naja, mir wird's besser gehen, wenn die Steuerrückzahlung da wäre. Spielverderber. Ist was? Stimmt irgendwas nicht? Nee, ist schon alles in Ordnung. Ich glaube, du hast recht. Steve will einfach nur Aufmerksamkeit. Aber die kriegt er doch. Ja, natürlich. Aber er will sich nicht von dir vorschreiben lassen, was er zu tun hat. Natürlich will er das nicht. Aber ich bin seine Mutter und immer noch für ihn verantwortlich. Und gerade dagegen rebelliert er. Er provoziert uns. Und je hysterischer wir darauf reagieren, umso... Desto. Entschuldigung. Desto mehr kann er sich als Sieger fühlen. Das ist das Spiel. Ja, aber er checkt nicht, dass er sich damit immer weiter ins Abseits kickt. Der hat sich da in irgendwas verrannt. Der will irgendwem was beweisen. Naja, jetzt sind ja erstmal Ferien. Wart's ab. Der fängt sich schon wieder. Dass du da so ruhig bleiben kannst, verstehe ich nicht. Ja, ich meine, Frank, du hast einen gewissen Abstand zu dem Jungen. Du bist nicht sein Vater, du bist nicht verantwortlich für ihn. Das heißt noch lange nicht, dass er mir gleichgültig ist. Das stimmt schon, ich kann das ein bisschen gelassener sehen als du. Aber gerade deshalb gehe nicht drauf ein. Je weniger Widerstand er spürt, umso desto weniger kann er sich als Sieger fühlen. Das klingt doch gut. Du schmeißt aber jetzt nicht auch noch alles hin, oder?
Ich bin doch nicht blöd. Ganz bestimmt nicht. Was soll denn aus ihm werden? Er kann doch noch nie selbst über sein Leben bestimmen. Er ist doch erst 16. Mama. Jetzt mach dich nicht verrückt. Wart's einfach ab. Hm? Ich geh dann mal. Tschüss. Ciao. Tschö. Steve, Frühstück! Hallo, Frau Schäfer. Ach! Hoppla! Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst. Es ist ja nichts passiert. Obwohl Sie als Arzt, Sie müssen es doch eigentlich gewöhnt sein. Naja, ich meine, da fällt doch bestimmt ab und an eine um, oder? Das passiert schon mal, ja. Ach, So, bitte. Danke. Herr Doktor, was halten Sie davon, wenn... Hallo, hallo! Ja, wer ist denn da? Hallo, Carolina. Hallo. Geht's dir gut? Ja, es geht dir sogar sehr gut. Oh, ihr geht schon wieder so gut, dass ihr lieber mit mir zur Schule geht, als in den Kindergarten. Aha. Der Ernst des Lebens fängt schon früh genug an. Nach den Ferien bin ich ein Schulkind. Okay. bleibst du bei heute Abend? Natürlich. Ist ja schon alles vorbereitet. Ach, bloß keine großen Umstände, bitte. Frau Schäfer, dann bis zum nächsten Mal, ja? Tschüss. 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 Sag nichts. Ich würde mal sagen, in dieser Angelegenheit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Was machst du? Aufräumen, sonst komme ich mir total überflüssig vor. Hey, hey, pass auf, das sind Kais Schulsachen, die darfst du nicht wegräumen, da fliegt er aus. Ah, gut. Paula, mach dich nicht verrückt, die mögen dich alle. Ist halt ein bisschen eng hier. Weil du auf dem Sofa schlafen musst. Ja? Ist nicht so schlimm. Wir sind ja kein Paar mehr. Hm. Gibt's irgendwas Neues von Andres? Nein, es geht ihm gut. Du musst also keinen neuen Überfall planen, okay? Ich will nur, dass es euch gut geht. Trotz allem. Ach, danke, aber trotzdem, ich muss irgendwas tun. Erstens, weil ich Geld brauche und zweitens, weil ich sonst noch wahnsinnig werde, wenn ich hier rumsitze. Großer Einkauf? Ja, ja, ja. Kai meint, das wäre ein super Abend für ein Picknick heute. Kommst du mit? Ich will ja nicht stören, ich gehöre nicht dazu. Natürlich gehörst du dazu. Wiedersehen und bis nächste Woche dann, ne? Danke, tschüss. Tschüss. Ja, ja, jetzt habe ich auch gelesen, dass die sich wieder scheiden lassen will. Ja, eben. Mhm. Katja, mhm. Kannst du mal schnell übernehmen? Moment, ich bin gleich wieder da. Okay. Ja, wieder. Ach, Frau Schäfer, ist es denn schlimmer geworden mit dem Fuß? Ach, Herr Dr. Weidemann, nee, halb so wild, das geht schon. Thorsten, kann ich da mal zahlen oder ist heute Selbstbedienung? Ja. Was denn, schnell ansehen. Nein, danke. Ach, dann kommen Sie einfach nachher in die Praxis vorbei. Ne? Ja, würde ich ja gerne, aber ich muss ja bis spät abends arbeiten. Ja, Termine, Termine. Kommen Sie einfach nach Ladenschluss. Ich bin bestimmt noch da. Ja, gerne. Mhm. Komm rein. Ja. Ja, natürlich, ich verstehe. Danke trotzdem. Tschüss. Du bist noch da? Was machst du? Ich versuche, einen Aushilfsjob zu bekommen. Aber wenn ich sage, dass ich eventuell bald nach Brasilien zurück muss, dann... Ja, aber du brauchst doch keinen Job, oder? Doch. Das bei Inge mache ich aus Gefälligkeit. Da kann ich kein Geld verlangen. Ich will hier keinem zur Last fallen. Und ich kann nicht viel zum Picknick beisteuern. Naja, dann holst du ein paar Baguettes. Die brauchen wir noch. Okay, dann mache ich das. Wie viele? Vier? Mhm. Reichen auch drei? Okay. Du, sag mal, hast du schon mal im Café Latte gefragt? Der Carlos, der sucht doch Aushilfen. Echt? Ja, ich kann ihn dann fragen. Ich gehe gleich dort vorbei. Bis gleich. Ciao. Carlos, hier ist Charlie. Hör mal zu, Dicker, du musst dir einen ganz großen Gefallen tun, ja?
Na, Steve. Kleines Päuschen vom anstrengenden Nichts, du. Danke. Weißt du, ich kann dich ja irgendwie verstehen. Lass gut sein, Frank. Nee, nee. In deinem Alter hatte ich auch keine Lust auf Schule. Deshalb habe ich mir auch was Handfestes gesucht. Ja, ja. Ich wollte was mit den Händen machen. Was Handwerkliches eben, wo man am Abend sieht, was man den Tag über gemacht hat. So eine Lehre ist viel anspruchsvoller, als man denkt. Das habe ich deiner Mutter auch gesagt. Was schwebt dir denn so vor, hm? Du, allzu lange würde ich da ja nicht mehr warten. Das meiste ist sicher schon weg. Aber du kannst dich natürlich auch noch woanders umsehen. Muss ja nicht unbedingt Köln sein. In der Provinz geht immer was. Woanders? Ja, du musst dahin gehen, wo es die Lehrstellen gibt. Auch wenn es vielleicht nicht der Traumberuf ist. Ja, und wenn das dies Jahr nichts wird, dann kannst du gerne bei uns als Aushilfe anfangen. Am besten gleich nach den Ferien. Wir können gut jemanden gebrauchen. Ja, was soll ich dann machen? Ja, als erstes zeigt man dir, wie du verstopfte Abflussrohre wieder flott machst. Das ist am Anfang ein bisschen eklig, aber man gewöhnt sich dran. Ich soll für andere Leute die Scheiße aus dem Rohr holen? Nee, danke. Thorsten, wir gehen schnell ins Bütchen rüber. Sollen wir was mitbringen? Danke, nicht nötig. Ich glaube, ich habe mein Handy vergessen. Ich gehe noch mal kurz, ja? Okay. Sicher? Ich will dich ja nicht zu sehr belasten. Reicht ja, wenn du Frau Schäfer versorgst. Wie bitte? Da bringst du ihr etwa nichts mit? Nein. Wieso? Du stehst doch den halben Tag vor ihrem Geschäft und unterhältst dich angeregt mit ihr. Ach, das meinst du? Ja, wir sind vorher zufällig zusammengestoßen. Rein zufällig. Naja, sie hat sich einen Fuß verstaucht und wir haben einen Termin ausgemacht für die Praxis später. Irgendein Problem damit? Ich? Mach dich doch nicht lächerlich. Lächerlich womit? Das ist doch alles unter meinem Niveau hier. Für sowas habe ich keine Zeit. Was hat er denn? Ich fürchte, er ist ein bisschen eifersüchtig, weil er tatsächlich glaubt, ich hätte Interesse an Frau Schäfer. Hm. Aha. Also jetzt fang du dich auch noch an, weil wir uns zufällig zweimal vor ihrem Laden über den Weg gelaufen sind. Ach, sie war zufällig zweimal draußen. Das ist ja cool. Es stehen im Moment zwei Frauen auf meinen Vater. Meine alte Mathelehrerin und unsere Susi. Ach, Lilly, ich bin kein Teenager mehr. Ja, Frederik kommt später, da muss er Überstunden im Krankenhaus machen. Die Kisten sehen ja sehr romantisch aus. Ja, es kommt immer auf den Inhalt an und nicht auf die Form. Solltest du doch am besten wissen, oder? Wie meinst du denn das? Wie meinst du denn das? Hey! Ich komm gleich nach, ne? Jo. Hi. 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 Hey, Leute. Hey. Hier, bitte sehr. Cool. Und den Job als Kellnerin im Latte habe ich auch gekriegt. Das ist doch perfekt. Danke, Charlie. Wofür? Carlos hat sich verplappert. Nicht böse sein. Ich glaube, er ist ganz froh, ein bisschen mehr Freizeit zu haben. Also nochmal danke. Gehen wir. Ja. Du hast ihm wirklich vorgeschlagen, er soll eine Lehre machen? Ja, weil ich der Meinung bin, dass... Aber Frank, das geht nicht. Du darfst ihm nicht solche Flöhe ins Ohr setzen. Das war doch genau in deinem Sinne. Der war völlig am Boden zerstört, als ich ihm gesagt habe, dass er sich auch in anderen Städten umsehen müsste, weil er hier so spät gar keine Lehrstelle mehr kriegt. Du hast was? Als ich ihm vorgeschlagen habe, dass er bei uns als Aushilfe anfängt, ist er sofort geflohen. Frank, das geht nicht. Du kannst das sowas nicht machen. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Weil er zur Schule gehen soll, deshalb. Ja, aber darum geht's doch. Darum habe ich das doch gesagt. Wie meinst du, er kapiert das, wenn du ihm so einen Blödsinn erzählst? Blödsinn? Du meinst also, eine Lehre wäre für deinen Sohnemann unter Niveau, oder was? Nein, aber ich habe Angst, dass er auf die schiefe Bahn kommt, wenn er jetzt die Schule abbricht. Eine Lehre wäre für ihn bestimmt nicht das Schlechteste. Ach, wir wissen doch überhaupt nicht, ob er das überhaupt wirklich will. Er ist einfach in einer schwierigen Phase. Ach, danke für den Hinweis. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Aber ich habe ja auch nicht studiert. Was soll das denn jetzt? Wie, du machst schon zu? Ach, du hör mal, der Katja ist schon weg und ich muss noch mal nach Hause, bevor ich zu Dr. Weidemann gehe. Was? Ja, ich habe es geschafft, dass ich nach der Sprechstunde zu ihm in die Praxis kommen kann. Der hat's aber eilig. Und du auch.
Ein bisschen zu eilig, oder? Wieso denn? Sei mir nicht böse, Liebchen, aber ein bisschen schneller als bei euch. Da wird schon gehen. Herein. Entschuldigung. Ach, hallo, das ist ja eine Überraschung. Kommen Sie doch bitte rein. Ich hoffe, Ihnen fehlt nichts. Oder wollen Sie die Verabredung verschieben? Nein, nein, nein. Ich wollte eigentlich zu Lisa, aber sie ist gar nicht da. Ja, die hat ein bisschen früher Schluss gemacht heute. Schade. Na ja, aber wenn ich schon mal da bin, hatten wir eigentlich für nachher eine Uhrzeit ausgemacht? Ach, ich glaube nicht, nee. Ach, setzen Sie sich doch bitte. Du meinst, es ist richtig, da am Abend hinzugehen? Ich meine, so ganz allein? Oh, ganz allein? Glaubst du denn, der Herr Doktor tut mir was? Also wehren würde ich mich bestimmt nicht. Ich meine ja nur, das geht alles ein bisschen schnell, oder? Oh, was denn? Das klappt schon. Na wunderbar, so gegen 8. Passt Ihnen das? Ja, ja, sehr gerne. Wobei jetzt, ich hatte noch einen Termin, den habe ich gar nicht eingetragen. Dann wird es ein bisschen später, eine halbe Stunde. Ja? Okay, ich kann Sie ja dann abholen. Wunderbar, dann bis später. Okay, später. Tschüss. Liebchen, entschuldige bitte, aber ich muss los. Warum denn? Ja, ich muss mich umziehen. Ja, warum denn umziehen? Ja, glaubst du denn, ich gehe da so hin? Ja, warum denn nicht? Liebchen, was Hübsches muss man auch hübsch verpacken, dann macht das Auspacken doppelt Spaß. Susi, übertreibst du es nicht ein bisschen? Wacht's mal ab. Tschö. Möchte jemand noch was vom Grill? Nee. Ja, ich hätte gerne noch eine Wurst. Und ich ein bisschen Baguette noch. Das Leckere. Also, mach's gut, Jungs. Ciao. Wollt ihr schön? Nee. Tschüss. Ciao. Machen die beiden ja. Nee, mal. Geht was. Oh, danke, danke. Aber du? Ja, du bleibst noch ein bisschen, ne? Ja. Ja, herrlich. Du wolltest was? Danke, dass du mitbekommen bist. Schön, dass ich mitkommen durfte. Mach wieder an. Nö. Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Steve, hier stinkt's wie in einem Affenstall. Kannst du bitte mal die Fenster aufreißen? Geh doch, wenn's dir nicht passt. Oh Mann! Pfoten weg! Du nervst! Nein, du nervst, Steve. Du ziehst doch hier bloß eine Show auf, weil du willst, dass alle nach deiner Pfeife tanzen. Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, wie es Mama geht? Die ist ziemlich traurig und fertig wegen dir. Und sie hat sich mit Frank gestritten, ebenfalls wegen dir. Ist mir doch egal. Ich bin dann so gut wie fertig für heute. Okay, dann sehen wir uns morgen. Tschüss. 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 Ja, Herr Doktor, da bin ich also. Ich sehe, Ihrem Fuß geht schon wieder besser, das freut mich. Ja, was? Ach, mein Fuß. Dem geht's besser. Ich habe mich verkältet, erkältet. Ach, mit einem sommerlichen Outfit wahrscheinlich. Ja. Dann machen Sie mal ein bisschen frei, dann kann ich Sie abhören. Und danach schaue ich mir den Fuß an. Sie eigentlich schon ein bisschen früher erwartet. Jetzt mal ein- und ausatmen. Ja, ich habe auch gedacht, ich schaff's früher, aber meine letzte Kundin, die hatte sowas nicht von der Ruhe weg. Nochmal atmen. Mhm. Also, ich kann nichts feststellen. Alles in Ordnung. Haben Sie noch was vor heute? Sie sehen so schick aus. Danke. Mein Fuß, Herr Doktor. Schnell. Entschuldigung. Nein, nein, hier liegt offensichtlich Missverständnis vor.
jung war, da habe ich immer gedacht, man könnte unter Wasser atmen. Deswegen dein Wasserkopf. Ich hab's wirklich gedacht. Ich bin in die Badewanne gegangen, hab die Luft angehalten und hab gezählt. Wenn meine Eltern sich gestritten haben, dann habe ich auch immer die Luft angehalten und gezählt. Und gewartet, bis es vorbei war. Genau. Ich hab doch versprochen, dem wilden Mann zu helfen. Wir nehmen schon ein paar Sachen mit. Gut. Ja. Schließ mich an, glaube ich. Hier nehmen wir die Kisten, hier räumen auf, okay? Gut? Gut, gut, ja. Schön. Ciao. Tschö. Ja. Es ist schön hier. Ja. Frank auch gesagt. Ich glaube, ich war ziemlich ungerecht zu ihm. Das wird er schon verstehen. Ihr seid beide gerade etwas übersensibel, vor allem. Du, Regina, lass uns später weiterreden, okay? Tschüss. Ja, tschüss. Frank! Es tut mir so leid. Ich war ungerecht zu dir und du hast es nur gut gemeint. Und ich blaff dich auch noch an dafür. Komm, ist ja schon gut. Dabei bin ich doch so froh, dass ich dich hab. Gerade jetzt wegen der Sache mit Steve. Ich bin am Ende. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Es gibt etwas Neues von Hip. Es ist sanft. Ohne allergieverdächtige Zusätze. Es duftet mit wertvollem Mandelöl. Und es schützt. Ganz natürlich. Hip Babysanft. So sorgfältig hergestellt wie alles von Hip. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Meine Damen und Herren, Steve Bush bei seinem letzten großen Auftritt, bevor der noch größere Abgang kommt. Es ist nur die Angst vor dem Entzug. Wenn man einmal auf Schule drauf ist, kommt man so leicht nicht wieder runter. Jeden Tag ein bisschen weniger davon und es geht leichter. Aber das macht er ja sowieso schon die ganze Zeit. Hm? Hallo. Was machen Sie denn da unten? Mir ist diese Haarnadel runtergefallen.